Da habe ich ihn schon wieder ganz schnell reingefahren. Ein Dacia Duster. Erstzulassung 07/23, also dieses Jahr. Wird sich der liebe Matthias wieder freuen. Beste Grüße. Weil das ist ja dein Lieblingsauto, wie du immer sagst. Ja, Vollausstattung das Auto mit vorne und hinten Kamera und hat darunter 4747 Kilometer. Wir haben jetzt Ende Oktober. Der liebe Besitzer hier hat das Fahrzeug im Februar angemeldet. Februar oder März, weiß ich jetzt nicht genau. Und ja, man hat bis jetzt gewartet, hatte das rechtzeitig vorher angemeldet, also vor dem Hintergrund. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen, ne? Ja, und dann gucken wir uns den mal von unten an. Wie immer. So, Unterbodenverkleidung ist ab, ist ja nichts Spektakuläres. Auch das, was nach 3 Monaten zu sehen ist, ist auch nichts Spektakuläres. Wie gehabt. Diese Dinger da. Ja, ansonsten wie gewohnt das Bild hier an den Schweißnähten. Ja, das ist allgemein üblich. Und hinten wird es auch so sein. Ja, hier ein bisschen. Das ist so. Ja. Na dann, sauber machen. Und das wird geschehen erst in einer knappen Woche. Weil das Auto, was eigentlich heute kommen soll, noch nicht da ist. Deswegen habe ich den jetzt schon mal angefangen zu zerlegen. Zeit genutzt. Okay. So, jetzt haben wir ihn mal ein bisschen sauber gemacht. Gucken wir nochmal gerade. Und auseinandergenommen natürlich. Hier hängt der ganze Klampampel rum. Ja. Also, wo man halt drauf achten muss, das sind halt hier diese Radachskörper, die Wellen und auch hier diese Gelenke. Dann hier guckt man sich die Schweißnähte, muss man sich halt angucken. Oder auch hier so Abschürfungen. Ne? Das sind Abschürfungen. Das hier ist wieder. Also, die sind auch Abschürfungen hier. Da muss man halt drauf achten. Wenn man es selber macht. Ja. Also hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen genadelt. Das ist halt dann die blanke Oberfläche. Oder was heißt blank? Es sind immer noch diese Rostpartikelchen, Pickelchen drin. Die man aber dann mit dem Roststoffprimer entsprechend entfernen. Und hier an den Achs, an den Motorträger sieht man hier schön. Na. Jetzt nach dem Reinigen, wie das aussieht, so ist es vor dem Nadeln und so ist es nach dem Nadeln. Da sind die dann halt aufgenadelt und blank, da fliegt dann auch praktisch das, was lose dran ist, weg. Ja. Ja. Gut, dann nadeln wir ein bisschen weiter abgeklebt und geprimert. Ich weiß, es wiederholt sich immer, ne? In den Filmen, aber es ist halt eine Dokumentation genau für dieses Fahrzeug und der Besitzer will sich das ja auch angucken. Ja, deswegen werden wir jetzt in Zukunft auch noch ein paar andere Videos mit einstellen. Dürft ihr gespannt sein.
So, dann sind wir jetzt so weit, dass wir eigentlich versiegeln könnten, nachdem ich noch den Hohlraumschutz einbringen muss. Und das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Aber ML ist vorgesprüht, sieht man hier an diesen leichten Verfärbungen. Sprühe ich den Hohlraumschutz ein und dann kann man schon versiegeln. Ja, so sieht er jetzt hier vorne aus. Da sieht man diese honigartige, klebrige Schicht von dem ML. Das ist gut. Schön vorgestäubt. Da passiert dann auch nichts mehr. So, also wie gesagt, dann kriegt er jetzt erstmal seinen Hohlraumschutz mit unserer neuen Hohlraumsonde, also Hohlraumpistole mit Airmix. Das ist wunderbar drin verstäubt. Ja. Da gibt es auch noch mal ein separates Video drüber, über die Pistole von der Firma DKS. Wirklich ein absolut geniales Gerät, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, also, dann machen wir mal los. So, naja, von außen sieht man jetzt nicht viel, weil was momentan passiert ist, ist halt der Hohlraumschutz inne. Hier sieht man ein bisschen was an diesen größeren Öffnungen. Na, also das ist jetzt drin. Ich habe den jetzt auch abgewischt. Das ist natürlich deutlich weniger abzuwischen als mit der Airless, weil hier sich das wirklich so richtig schön verstäubt in den Räumen, in den Hohlräumen. Da sieht man es glänzen und eine richtig schöne Schicht ergibt und auch in alle Ritzen und Ecken reingeht. Ne? Ah, hier sieht man es schön, ja. Es kommt manchmal auf der Hohlraumkamera nicht ganz so gut rüber. Jetzt hat mich letztens jemand gefragt, die braunen Stellen, die man da sieht, ob das schon Rost wäre. Nee, das ist nicht Rost. Das ist dieses ML, dieses Kriechöl, was ich halt vorher reinsprühe. Ja, ich werde euch jetzt noch mal ein paar Bilder einblenden von der Hohlraumkamera.
Na, wie man gesehen hat, sind die Bilder von der Hohlraumkamera bzw. die Ausführung im Vergleich jetzt zu den Airless schon eine andere. Ich muss sagen, die Airless, klar, geht auch, keine Frage, da ist auch sehr viel Material drin. Aber das Airmix, das versprüht doch ganz anders. Ne? Schon echt eine klasse Geschichte mit dieser Pistole von der Firma DKS. Also ich kann es gar nicht oft genug sagen und loben. Klar kostet die, ist sie teuer, ne? Das kostet schon einiges. Auch mit diesen Anschlüssen hier, was da alles dazugehört. Aber das ist echt so eine Verbesserung der Qualität. Klasse. Gut, dann fange ich jetzt an mit dem Dinitrol Metallic. Ist jetzt schon alles vorbereitet. Das 4942 kommt jetzt rein oder drauf. Vorher mache ich die Stöpsel wieder rein. Auch hier die bekannten in den Radläufen. Hier habe ich auch den schon gebohrt. Habe auch schon was in diese Richtung reingemacht, nach hinten nicht. Weil der hier ein Detcher hat, sieht man jetzt nicht, ist zugedeckt, weil der ein Detcher hat und da wird er noch repariert. Das müssen wir dann nachbehandeln, auch werde ich hier einen Teil auslassen mit dem Metallic. Das ist für den Fall, dass da doch irgendwas geschweißt oder getrennt werden muss, ja, dass da die Monteure da jetzt nicht gerade an dem frischen Metallic dran arbeiten müssen oder dass dann halt zu einer extremen Rauchentwicklung oder was weiß ich kommt. Ne? Also, da machen wir das auch so. Ja, okay. Auch hier. Gut, dann mache ich die Löcher zu und dann wird gesprüht. So, und schon ist er versiegelt. So schnell geht das auf dem Video. In Live dauert es ein bisschen länger. Ja, das hat er Metallic gekriegt. Und hier oben ist er freigelassen worden, weil, wie gesagt, da kann es noch sein, dass er nochmal geschweißt wird oder so, weil der hier einen kleinen Detcher hat. Hatte ich schon erwähnt. Wisst ihr Bescheid. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist er komplett gemacht. Muss er, das knistert und klebt hier unten, das muss er erstmal schön trocknen. Dann fangen wir an und nehmen den ganzen das ganze Abdeckmaterial wieder ab. Und dann werden noch Motor, Getriebe und auch das Differential mit dem 4010 gemacht. Dann wird er zusammengebaut und dann darf sich der Besitzer dann wieder freuen, seinen Dacia abholen zu dürfen. Ja.
Na, zusammengebaut ist, sehen wir uns wieder. Da ist er. Nummer 1. Und. Komm her. Nicht wehren. Da ist er. Nummer 2. Ach. Kannst du mal in den Wohnwagen gehen und kannst mal schießen. Ja, der Dacia Duster aus der Eifel. Ein weiterer, der nicht rosten wird. Jedenfalls nicht so schnell. Alles versiegelt. Werden wir uns das angucken, ein paar kleine Worte zu gewissen Kommentarschreibern. Nicht in jedem Video, aber es gibt so einige, die der Meinung sind, sie müssten da irgendwie, ja, keine Ahnung, die haben zwar einen freundlichen Namen, aber unfreundlich sein und so gewisse Sachen als Pfusch bezeichnen. Ich sag mal so, der Meinung kann jeder sein, wie er möchte, klar. Und es ist nur die Frage, wie respektlos man gegenüber manchen Sachen auftritt. Ja, wenn es konstruktive Kritik gibt, da soll man sie auch konstruktiv äußern und sagen, hier, pass mal auf, so und so, das würde ich so und so sehen. Dem bin ich offen gegenüber.
aber nicht auf eine Art und Weise, wie es da schon geschehen ist. Aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht sagen. Also manche sind ja in den Anonymitäten des Internets, sind die ja, ja auf einmal stark und groß. Und dann, wenn man sie im freien Leben trifft, dann sind die so, ja, so sieht man dann schon an, so ein bisschen hinterlistig. Naja, also Kommentare sind gerne gesehen, auch konstruktive Kritik bitte. Ich mache halt die Bearbeitung so auf diese Art und Weise, wenn es das ein oder andere gibt, was man ändern kann, was auch Sinn macht, klar, mache ich, keine Frage. Abonniert gerne, es sind noch sehr viele, die meine Videos schauen, aber nicht abonnieren, auch nur ab und zu schauen, aber trotzdem nicht abonnieren. Das hilft uns immer sehr, tut nicht weh, kostet nichts, einfach nur ein Klick. Und dafür sage ich auch Danke. Danke natürlich an meine lieben Zuschauer, an meine lieben treuen Zuschauer, die auch abonnieren und immer freundliche Worte finden. Und ja, das ermutigt mich natürlich immer weiterzumachen. Und die Ergebnisse am Ende zeigen sie auch, dass es passt. Ja, also vielen Dank, genug gelabert. Ich wünsche euch gute Zeit. Bis zum nächsten Projekt. Es wird ein bisschen was Rostigeres. Überhaupt rostig erstmal. Er hat ja hier wenig gehabt, so wie halt ausgeliefert. Und ja, bis dahin. Vielen Dank. Servus und ciao.